Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ja vor kurzem angefangen, einen Spänebrenner, einen Grill und einen super schnell heiß werdenden Ofen zu bauen. Dieses Teil hier. Und heute werden wir es mal komplett fertig machen, werden oben noch einen Grillrost machen und werden auch ein Gestell für bauen. Und dann werden wir das Teil mal richtig testen, werden dem Ding richtig einheizen und das seht ihr alles heute in dem Video. Die wichtigste Eigenschaft oder die coolste Eigenschaft, die jetzt auch endlich mal funktioniert, ist einfach Späne zu verbrennen. Ja, ist richtig, ihr könnt das Ding vollhauen mit Spänen und könnt die dann verbrennen. Werden wir heute aber auch noch einmal testen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich auf dem Ding hier auch mal grillen möchte. Das Coole hier ist, dass man es vorher mega schnell anbekommt, seht ihr aber später noch. Jetzt bauen wir uns hier oben einen Grillrost, wo man dann sein Essen drauflegen kann. In meinem Fundus habe ich dafür hier noch diese 8 mm Stahlstäbe. Dünner wäre eigentlich ein bisschen besser, aber wir werden jetzt diese hier holen. Ich habe jetzt hier im Kreis auf. Boah, ich muss wieder diese, Alter. Ich habe hier einen Kreis aufgezeichnet, das repräsentiert den Durchmesser von dem Grill. Und dann werden wir jetzt mal verschneiden. Ich habe eigentlich hier eine Leiste gemacht, um das ein bisschen zu distanzieren. Ich werde es jetzt aber trotzdem frei Hand machen. Ich habe gerade meisterlich verkackt, wenn es darum geht, hier diese Halstür, den Grillrost richtig dran zu schweißen, denn das schorgelt ziemlich. Und aus dem Grund habe ich mir jetzt hier gerade Metallstückchen zurechtgeschnitten, die auch noch sehr warm sind. Die werde ich jetzt unterschweißen, damit wir das ungefähr ausnivelliert bekommen. Eieiei. Ei. So, gucken wir mal, ne? Setzen wir hier noch einen Punkt drunter. Boah, geiler Scheiß. Ach, da wackelt jetzt gar nichts mehr. Sau gut. So, das hier noch drauf. So, ein Gestell. Ich habe die Teile jetzt hier auch mal auf den Tisch gespannt, denn ich hatte es die ganze Zeit immer nur mit Magneten gemacht, aber da hat sich das alles mal ein bisschen verzogen. Jetzt werde ich mal probieren, das ohne Verziehen zu schmeißen bekommen. So, ihr seht, ich habe den Ofen jetzt mal raufgestellt und das sieht eigentlich relativ gerade aus. Gucken wir mal. So, ich werde das jetzt mal alles ausprobieren. Wenn ich euch ein bisschen rüberhole, seht ihr auch hier schon das Heißluftgebläse. Und als erstes kommt jetzt hier wieder dieses Blech hier unten rein. Das sorgt speziell dazu, wenn ihr Hobelspäne verbrennt, dass da unten auch richtig viel Luft dran kommt. Der Gedanke hier bei diesem Ofen ist halt, dass der im Prinzip alles sofort anzündet und man nicht wirklich viel Holz hacken muss. Das bedeutet, wenn man irgendwas hat, einfach ein bisschen Papier unterlegen, Holz drauflegen und dann wird es schon brennen. Das werde ich jetzt auch natürlich mal ausprobieren. Ich gebe jetzt nicht so viel Mühe. Hier lege ich jetzt einfach ein paar Stückchen Holz drüber. Ich werde auch nicht so viel Holz anzünden, weil ich mal schauen will, wie viel das Teil noch qualmt. So.
So, das soll auch schon mal reichen. Jetzt werde ich es einfach mal von hier vorne aus anzünden. Die Klappe kommt schon mal drauf. Das ist jetzt die Idee dabei. Kurz anzünden. Das war ein bisschen voreilig, übereilig. Ich höre ja schon langsam, dass das System funktioniert. Ich mache mal schnell die Klappe hier oben auf. Und es brennt richtig gut. Eine Sache, die vielleicht für euch ganz interessant ist, wenn ihr das nachbauen möchtet. Wenn ihr die Luke hier unten öffnet, fängt es an zu qualmen an der Seite. Das ist dieser Lufteinzug. Die Flammen schweben dann da, die schweben hoch. Die Flammen schlagen dann durch diesen extra Lufteinzug nach außen. Das ist dann sowas wie ein Kamin. Soll es eigentlich nicht sein, also würde ich das entweder oder halt verbauen. Vielleicht, falls ihr einen Spänebrenner möchtet, baut dieses Rohr ein und wenn nicht, lasst es weg. Hier seht ihr auch sehr schön, dass die Flammen auch richtig schön in den Kamin reingesaugt werden, auch wenn da kein Deckel drauf ist. Oh, mein Auge stirbt schon wieder, was ist denn da heute los? Hoffentlich regnet es mir nochmal. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wer von euch auch Heuschnupfen hat. Boah, das ist so ätzend. So, ihr habt es jetzt schon gesehen, ich habe jetzt, gestern war das von der Drehzeit her, habe ich den mal mit normalem Holz befeuert. Das hat auch ganz gut funktioniert. Und vor allem das Coole ist mit dem Gebläse, da könnt ihr das Ganze dann direkt schön einheizen. Ich denke, das konntet ihr auch gut sehen. Jetzt kommt aber so der eigentliche Schmankerl, sage ich mal, und das ist halt die Spänebrennerfunktion. Gleich mal vorab. Wenn ihr Späne verbrennt oder Hobelspäne, dürft ihr das Ding hier auf keinen Fall wackeln. Wenn ihr das tut, dann fallen immer so ein paar Späne runter, die noch nicht richtig brennen. Und das kann dazu kommen. Und dann qualmt es halt ein bisschen. Wenn ihr das Ding ruhig stehen lässt, dann qualmt es auch so gut wie gar nicht. Was ich bis jetzt immer mal so gesehen habe. Und alles ist fein. Wie gesagt, nicht schütteln. Macht das nicht. Und außerdem habt ihr auch bei diesem Spänefeuer nicht so eine massive Flamme. Das haben wir gestern nämlich ausprobiert. Da habe ich ein Stück Strauch drauf geworfen. Das war kurz trocken. Und dann hat es halt auch angefangen zu qualmen, weil dann die Grundhitze, die ihr da drin habt, nicht so groß ist. Das Ding wird zwar richtig heiß, aber die Grundhitze von den Spänen ist nicht so hoch. Genau, was noch? Ich habe noch ein Grillrost gebaut. Die gehe ich mal gerade holen. Hier dieses Teil, der passt hier. Hier passt er noch richtig rein. So rum passt er hier relativ gut rein. Das bedeutet, wenn ihr auch ein Holzfeuer macht, könnt ihr hier drauf auch grillen. Werde ich in diesem Video hier nicht machen, weil ich will das Teil erst ein paar Mal richtig heiß bekommen, damit dieser ganze Lack runter ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut sein kann, wenn man da drauf was brät. Jetzt werden wir das Teil aber erstmal wieder mit Hobelspänen befüllen. Das hier war jetzt ungefähr so ein 12 Liter Eimer. Ich werde den hier vorne wieder nicht so voll machen, damit ich es euch manchmal vorne durch die Klappe zeigen kann. Als nächstes müssen wir den Luftschacht frei machen. Das ist wirklich super wichtig. Anders funktioniert das nämlich nicht. Wie gesagt, hier vorne die Klappe mache ich mir ein bisschen frei, damit man die auch mal öffnen kann. So, jetzt müssen wir es einfach nur noch anzünden. Jetzt machen wir auch sofort den Deckel wieder drauf, damit er einen schönen Zug bekommt. Natürlich darf der jetzt nicht alles runterfallen. Ich bin auch Menü. So, ich habe es jetzt mit dem Bunsenbrenner schnell angemacht. Das ging auch besser. Und ihr seht, jetzt brennt es auch sofort richtig schön. Oleg. So, das Teil brennt jetzt ungefähr 10 Minuten. Und ihr seht, da drin geht es fleißig ab. Und das hier kugelt jetzt richtig schön runter. Und das vergeht dann alles. Wenn wir dazu machen, damit er den Luftstrom nicht verliert. Komm schon. Und ihr seht, da oben kommt so gut wie kein Qualm raus. Das müsste jetzt noch ein bisschen besser werden. Wie gesagt, das Teil qualmt immer kurz, wenn man unten die Luke mal aufmacht. Dann ist das passiert, was ich euch eben gesagt habe, da fallen immer ein paar Späne runter. So, jetzt gibt es nochmal ein kleines Update. Das Ding hat jetzt ungefähr 15 Minuten gebrannt. Aber weil ich die Hobelspäne unten so gut wie nicht verdichtet habe, warum qualmt es jetzt? Weil ich die Hobelspäne so gut wie nicht verdichtet habe, brennt das auch echt richtig schnell weg.
Hier seht ihr es nochmal. So kann es jetzt weiter brennen. So, der Ofen ist jetzt aus. Der hat jetzt ein paar Stunden, oder wie lange hat er gebrannt? 2 Stunden etwa. Und hier sind im Prinzip gar keine Hobelspäne mehr da. Es ist jetzt auch schon wieder schön kalt. Ihr seht, hier ist eigentlich so gut wie nichts mehr drin. Also ich bin echt wirklich mega happy mit dem Projekt. An Menge könnt ihr euch vorstellen, gehen ungefähr, das hier sind 12 Liter Eimer. 1 bis maximal 2 von diesen Eimern gehen da rein. Und es brennt einwandfrei. Ich muss dazu sagen, am Schluss hat er manchmal gequalt ein bisschen. Aber ich glaube, das lag auch daran, dass ich die Tür ein bisschen offen auf und zu gemacht habe, weil ich das ein paar Leuten gezeigt habe. Ich denke, das wird nicht der letzte sein. Vielleicht werde ich den hier noch irgendwann ein bisschen verändern, dass er wirklich gar nicht mehr qualmen kann. Das ist dann aber Thema für ein eigenes Video. Schön, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du das Teil nachbauen möchtest. Wie gesagt, so könnt ihr echt cool eure Hobelspäne verbrennen. Es qualmt eigentlich 3/4 von der Zeit gar nicht. Manchmal hat es ganz kurz gequalmt, aber wie gesagt, da muss ich noch ein bisschen probieren. Das muss ich über eine längere Zeit mal überprüfen dann. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. Schreib mir gerne mal deine Meinung in die Kommentare. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao.